Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in der letzten Folge haben wir die letzte Atlas-Station besucht und ja, aktiviert und damit dann im Exo-Anzug in Technologie den Sternensamen installiert. Das bedeutet, dass wir mit diesem Dingen tatsächlich jetzt alle schwarzen Löcher sehen, ja, auf der Map, auf der Galaxie-Map. Und ja, wir können ja gleich einfach mal gucken, weil wir können auch hier mit den ganz normalen Frachter reisen. Das geht auch. Mache ich irgendwie nie. Hallo. Und da haben wir die Frachter-Warp-Karte. Jetzt seht ihr. Das dauert wieder eine Woche? Nee, gar nicht. Ja, doch. Und ihr seht hier überall schwarze Löcher tatsächlich. Ach, die dreht sich wieder die Kamera. Jetzt darf ich doch irgendwann, oder? So, jetzt darf ich wieder. Gut, danke schön, Spiel. Und ja, hier sehen wir überall die schwarzen Löcher. Überall. Also, das ist echt Wahnsinn. Also, ich denke mal, nur ein bisschen gewissen Abstand. Oh Mann, man sieht wirklich alle, ne? Das ist ja viel zu krass, ey. Na gut, aber ja, so viel habe ich davon ja auch nicht. Wenn wir jetzt gleich durch einen schwarzen Loch pfeffern, dann geht sowieso irgendwas im Arsch. Und das ist ja immer dasselbe. Wo bin ich denn? Wo wohne ich? Da. Boah, warum wird das denn unsichtbar? Das ist ja voll gemein. Und ja, können jetzt halt auch reisen wie die Verrückten. Wir sind bei den Gags, oder? Ne, wir sind hier tatsächlich noch bei den Robotermenschen. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Ich guck mal, ob wir noch irgendwo welche finden. Und reise mal mit dem Schiff. Das habe ich mich auch noch nie gemacht. Einfach mal so Spaß, weil wir es können. Man sieht es leider nicht. Und es ist auch nichts anderes. An sich albern, ne? Müsste man eigentlich gar nicht machen, weil man kann es ja immer umsonst rufen. Ja, was ist das im neuen System? Und ich will auch gerne wieder mal nach Hause und jetzt möchte ich mal gerne diese Mission da unten lösen, mit einem Kartografen sprechen. Bevor wir durch das schwarze Loch mal pfeffern. Wir haben das Schiff zu Hause, wir haben das Schiff zu Hause, wir haben einfach viel zu viele Schiffe. Da will man natürlich unser Bestes wegen Kampf, ne? So. Okay, war auf jeden Fall... Ach, da ist er doch, die Station. Boah, nah geparkt. Gedrückt halten, um Impuls aktiv. Ja, geht ja nicht. Mehr ist so nah an so einem Stationsspiel. Fomp. So, lass uns mal einen Kartografen suchen. Wow. Erstmal wieder das allerübliche. Hallo, winke, winke. Wir gehen wieder auf Fracht. Ah, wir kommen langsam aber sicher an unseren Plätzen. So, jetzt muss ich rüberrennen. So ein Geisttyp sehe ich hier nicht. Wir haben aktuell drei. Ne? Ja, drei Glyphen. Also fehlen noch 13. Oh Gott. Da gab es aber auch eine Mission, habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Mathematiker, Anwender, was auch immer das bedeutet. Entität, Analyst, reine Entität, das ist kein Analyst. Vielleicht sollte ich mal auf der Map gucken, ne? Wäre vielleicht schlauer, aber wir sind ja gerade mit dem anderen Ding da gereist. Das ist ja normal. Gut, hier glaube ich finde ich wieder mal nichts. Die sind nämlich nicht immer überall, ne? Was hat er da in der Hand? Ich verstehe immer noch kein Wort. Du.
Du Sack. Nein, wir sollen ja auch, das steht ja auch. Suche auf der Galaxiekarte nach dem Zeichen. Und das ist der einzige Kartograf jetzt, oder was? Ich dachte, man hat auf jeder Station mal hier und da einen. Macht aber nichts, wir haben das gemacht, was wir wollten. Ich habe eher den Verdacht, dass wir sehr weit reisen müssen, weil wir schon sehr weit rumgekommen sind. Na. Ach du Scheiße. Es ist einfach so gigantisch, dieses Spiel, ne? Es ist einfach sowas von monströs groß. So, ja, jetzt kann ich mal gucken. Meine Position. Ziele auswählen. Schwarzes Loch. Das haben wir jetzt als Ziel tatsächlich. Krass, ne? Also wir sehen echt alle schwarzen Löcher, aber ich weiß nicht, wo diese Mission ist. Oh, wie, das sieht ganz anders aus auf einmal, ne? Was mich mega interessiert, ist, ob da wirklich zwei schwarze Löcher sind. Ich muss da mal hin. Aber dann geht's zu einem Korvax-Kartografen. Sowas von. Schwarzes Loch. Wahrscheinlich nur ein Bug, dass da ein zweites angezeigt wird. Ich will noch nicht durchfliegen. Erst wieder eine Kleinigkeit erledigen und vielleicht sogar eine Glyphe finden, wer weiß. Wow. Fliegt wie so ein Anfänger. Hey, der Tadak. Oh, das ist aus. Das schon im Geist steht. Die bewegen sich da ja auch sehr viel. Gute Ziguat. Irgendwann haben wir das mal voll, dann haben wir das hinter uns. Talas habe ich noch genug. Bam. Hallo? Nee, läuft da keiner rum. Da hatten wir in der letzten Folge echt Glück, ne? Zweimal hintereinander. So eine komische Glyphengestalt gefunden. Ja, dann haben wir da. Und ich glaube, am intelligentesten wäre es jetzt einmal Richtung nach Hause, ne? Das wollte ich gar nicht scannen. Weil da wird wohl die Aufgabe auch eher sein. Erste Bude, Unterwasserbude. Weil wir auch mega weit weg sind, ne? Durch die ganzen Atlanten, die wir abgereist sind. Lange nicht mehr zu Hause gewesen, vor allen Dingen. Aber wir müssen diese Aufgabe mal lösen. Alter, das ist wieder voller Steine hier. Hopp. Ja, schon wirklich lange nicht mehr hier gewesen, ey. Komisch. Ein komisches Spiel. Seht ihr irgendwo die Aufgabe oder sehe ich jetzt nur noch schwarze Löcher? Wir müssen die vielleicht aktivieren erst wieder. Protokoll. Nö, das ist aktiviert. Komisch, ne? Suche nach der nächsten Atlaschenstelle. Weltraumanomalie. Die Korvax mit Null untersuchen. In der Anomalie kannst du Technologiebaupläne und
Neue Basisteile kaufen. Nutze. Ach, das ist immer dieselbe Kacke. Gut. Eine Sekunde. Ich muss gucken. Korvax, finde einen Kartograf an Bord einer Raumstation. Ja, irgendwie. Hoppala. Wird mir der nicht angezeigt? Oder ich werde den niemals nie finden mehr. So, das mit den Sternen seht ihr auch. Das ist ein relativ reiches Sonnensystem. Zwei Sterne. Drei Sterne sind natürlich noch mehr. So, ja, wie soll ich den denn jetzt finden, Spiel? Also ehrlich. Oder muss ich da wirklich noch in die Mission frei erkunden? Herz der Galaxie. Aktuelle Mission. Okay, gut. Da muss ich natürlich dann auch drauf. Das sehe ich aber trotzdem alle Spatzenlöscher. Aktuelle Mission. Oh, wo ist er denn jetzt? Das werde ich doch niemals finden. Niemals nie. Da muss ich nur einmal einen Warp machen und dann ist er auf einmal da. Da wird bestimmt mehr Kartografen geben. Wir können ja auch mal durch so ein schwarzes Löchle fliegen. Ne? Ist ja auch kein Problem. Wo bin ich denn überhaupt wieder hier? Eine aktuelle Mission, man sieht gar nichts. Wo bin ich denn? Ich habe mich verloren. Da. Alter, ich kann 874 Lichtjahre warpen. Das nenne ich mal ein Warp. Ich lese natürlich alle eure Kommentare. Sind immer wertvolle Tipps drin. Ne? Auch dass die Sonnensysteme die Farbe der Ressourcen meistens haben oder eigentlich so immer haben. Korvax-Kartograf. Ja, dann wollen wir dich mal besuchen. Wow! Wir müssen eh Stationen abklappern ohne Ende, ne? Oh. Feindlicher Scan, ist mir doch egal. Ich bin am Arsch der Welt hier. Wie immer, ne, erstmal einen Rucksack erweitern. Fracht wird nicht so teuer, das sind ja nur die hier. Also ich meine Technologie. Hey. Voll, einfach nur ein Rohr sein Schiff. Ah, das ist was wir haben. Mega geil gemacht. Was ist los auf einmal? Ich kann durch die Türchen, bist aber trotzdem kein Geist. Ich weiß schon, wo ich hin muss, aber ich wollte nur das gucken. Ist das für diese eine komische Kreatur verpassen? Aber er wollte unbedingt, dass ich zu diesem Menschen gehe. Und schon vor 100 Jahren. Noch einmal spüre ich Null als Nulls Anwesenheit. Sollte der Korvax auch spüren, dann zeigt er das nicht. Er beginnt zu sprechen, seine Worte klar und hell. Mann, muss ich mal begleiten. Aber du bist noch nicht bereit. Wir müssen sicher gehen, dass du auserwählt bist. Es gibt eine Anomalie, ein Fehler. Sie wird von Löchern bewacht, durch die die Konvergenz nicht blicken kann. Bewege dich durch diesen Raum. Birk, was nicht zu bergen ist. Ich glaube, ich muss durch ein schwarzes Loch. Rufe nicht von den Daten aus einem anomalen Gebäude ab. Achso. Der Kartograf hat ungefähr den Standort markiert. Überbringe Daten und vertraue, das Korvax zu gewinnen. Da sind die Daten. Das Schiff.
Artemis, letzte Nacht hatte ich einen Traum. Du kamst drin vor. Nein. Oh. Ich glaube nicht. Ich habe geträumt, dass ich dich und Apollo endlich gefunden habe. Ich habe geträumt, dass wir zusammen über den Himmel fliegen, dass ich nicht mehr alleine bin. Ich habe Teile gefunden auf diesem künstlich hergestellten Planeten. Hast du ihn für mich hier gelassen? Hattest du Mitleid mit mir? Ich vermute, das spielt keine Rolle. Ich werde ein Schiff bauen. Du hast mir ein ganzes Sonnensystem gegeben. Ich werde nachsehen, was es da draußen gibt. Artemis geht. Ich weiß nicht, ob es richtig war, ihm von der Simulation zu erzählen. Ja. Aber fürs Erste ist mein weiterer Weg klar. Ich muss Kovac suchen. Ich muss die Suche Wissen fortsetzen. Na, haust rein, ne? Geht auch hier rüber, ich weiß. Boah, sieht aus wie die Erde, ey. Ungefähr in Händen. Kann ja nicht landen, ist ja Wasser. Nö, doch nicht. War schon Gebäude, hab schon gesehen. Doch. Ja, lande. Du bist ja witzig, Spiel. Ich sehe nicht mal Land da hinten. Oh, das wird wieder für Schwimmerei geben. Tausend Meter, also 1000 Us. Heißer Regen schon mal, wir sind ja unter Wasser, das kann ja nicht so heiß sein. Hallo Tiere. Tief. Das ist doch Land. War viel Luft, ey. Hälfte fast schon geschafft. Nein, tauch ruhig. Ich wollte nur ein bisschen Luft. Hä? So, unter Wasser ist man immer so schön langsam. Scannen gerade, also ich kann das ändern, aber will ich jetzt nicht. Ein bisschen Luft brauche ich aber mal. Anormales Gebäude. Hä? Vor allem nicht vorhandene Daten? Also ich soll sowas rufen, was nicht da ist? War noch nie ein Gebäude unter Wasser, außer in meiner Basis. Stimmt hier nicht mit den Ausrufezeichen. Ah, ihr wisst, was das ist, ne?
mal mit. Wow. Endlich. Oh nein, das hat keine Luft hier drin. Schnell. Die Trennung ist nicht permanent. Sie ist vielmehr der Beginn einer neuen Gleichung. Auf Korvax Primus haben die Entitäten, die den Korvax Echos übertragen sind, ihre Höhlen für ihre Nachkommen hinterlassen. So ist es eine Art Korvax gewesen, ein andauernder Kreislauf der Hülle und kein Ende kennt, okay. Die Nachricht des Thermos wird zugestellt. Dann gibt es einen Kurzschluss. Eine seltsame Existenz wird von unserer Realität nicht länger toleriert. Nur eine kleine mit ätherischem Licht, was? Strahlende Einheit bleibt zu meinen Füßen zurück. Toll. Ist das jetzt noch Farmen oder was? Arsch der Welt, dieses Gebäude. Ah, Luft. Ist wirklich weit. Bring die Divergenzwürfel zum Choreografen zurück. Boah, Alter, das ist ja wie WoW hier, ey. Oh, wie weit man sein Schiff schon sehen kann, nicht schlecht, ne? Das geht aber schneller so. Warum ich das gerade tue? Was ist mein Schiff? Mann! Wechsel. Was suchst du denn dann? Doof, die Steuerung ist dämlich. La 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 la. Hab ich das markiert? Weg hier. Wir haben jetzt keinen Scheiß gebaut. Ah, hab ich.
Scheiße gebaut. Schießt er noch nicht? Schlapp hier eigentlich. Scheiß Schilder, die sie mal wieder neu aufladen, so schnell. Mein Gott, der war richtig gefährlich. Ernsthaft? Wo ist er denn? Ach, das. Kommt noch eine Flotte an. Schilde. Schickt er nicht mehr. Krieg den ja nicht. Ha! Kriegst du Schaden woanders hinschieben? Wer ist jetzt der Böse? Alter, wie viele sind das denn schon wieder? Mein Gott, nee, ey. Das ist so schlecht mit diesen Gegnern, ne? Zwei sind das. Ich habe doch eine Flotte, warum rufe ich eigentlich nicht? Das war das erste Mal, dass ich die Flotte gerufen habe. Aber das muss mein Mutterschiff hier sein, oder? Haben wir es gerammt? Sind die denn so schwer? Mann, nur weil ich einen Kackwächter angegriffen hab, ey. Alter. Da ist es. Er ist schon längst tot, ey. Schmelzen nicht gerade. Endlich einer weg, ey. Der andere Sack. Boah. Mein Gott, nee, ey. Ja, guck mal, schon wieder. Ah, wir bremsen mich aus. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich kann jetzt machen, was ich will. Ich muss jetzt hier gegen 10.000, 1 Million Scheißgegner, 4 Stück. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Wartet mal. Ich kann das nicht rufen. Einfach rein da und weg. Mein Gott, ich kann es nicht mal mehr rufen. Ich ist doch einfach nur scheiße.
Warum macht das keinen Spaß, ehrlich? So eine lächerlichen Gefechte. Warum darf ich den nicht rufen? Habe ich den schon hier oder was? Ja, habe ich schon hier. Scheiße. Wo ist er denn? Das ist ja nicht meiner. Ah, ich bin entkommen. Boah, ist das nervig, ey. Mehr wollte ich doch nicht. Mehr wollte der Timmy doch nicht. Schon mega Schilde und alles, ne? Aber trotzdem, gegen 4 Stück, was willst du denn da anstellen? So. Kollege, hier ist ein Ding. Was damit? Was? Du hast deinen Anspruch und Beweis gestellt, Reisender. Erkläre meine Suche nach Wissen, meinen Wunsch, mehr über den Atlas, die Wächter und die Geschichte dieses Universums zu erfahren. Doch während ich spreche, passiert etwas mit der Lebensform. Sie spricht nicht, antwortet nicht. Ich sehe genauer hin. Es strömt Nanithaufen von ihrer Gesichtsmaske in ihren ausgestreckten Händen. Warten. Da muss ich das wohl nehmen. Sie gelangen in mich, oh Gott. Gleiten durch meinen Körper, durch meinen Exo-Anzug. Er wollte ja nicht gleich klauen, ne? Ich sehe das Leben aus den Augen des Korax. Eine riesige Darstellung der Wunder. Es sind Erinnerungen, die zwischen zahllosen Wesen und Zeiten geteilt werden. Ich finde mich in der Heimatwelt der Korax, der Himmel voller Gag-Schiffe. Ich sehe, wie der erste Korax aufgrund seiner seltenen Mineralien geschmolzen wird. Och, der Arme. Doch selbst in den Tiefen ihrer Unterwerfung gab es Hoffnung. Eine Abmachung, ein Gebet zu einem höheren Wesen. Die Korvax sehen den Atlas als das an, was es einmal werden könnte. Eine Intelligenz jenseits des Verstandes, jenseits des Urteils. Die Vision endet und ich krampfe, als die Nanithaufen durch meinen Helm strömen. Der Korvax sieht mich teilnahmslos an. Erkennst du die Wahrheit nicht von... der wir sprechen, erkennst du... Aber wir wissen ja seit gestern der Folge, dass der Korvax, also der Atlas nicht angebetet werden wollte. Der war ja, eigentlich wollte der einfach nur erschaffen. Ne? Ich blicke fragend auf Nanithaufen. Sie sehen den Hüllen der Wächterdrohnen ein bisschen ähnlich. Sie sind einfach nur eine Währung, die zwischen Spezies fließen und Technologie und Waffen herzustellen, oder? Sie verändern sich und schlagen Wellen, ändern ihre Gestalt mit jedem meiner Gedanken. Sie brodeln, schweben auf und ab, tauchen auf und verschwinden. Diese Texte, ne? Sie sehen sie immer, ich sehe sie mir an und sie mir... sie mitnehmen. Wenn Sie kommen, mich noch einmal zu. Diesmal gibt es keine Vision, keine Wunder, sondern nur ein paar Worte. Die Existenz ist wunderschön, wenn man sie machen lässt. Das Leben ist keine Frage. Es muss nicht immer eine Antwort geben. Ach, wir sind ja schon viel weiter. Ah. Glücklich. Ja, glücklich.
Mit einem Gig-Kartografen sprechen. Das sind ja die Hauptmissionen, ne? Protokollo. Wir haben ja auch noch eine von unseren Basistypen. Was ist das denn? Der Weltraum, wir sammeln Forschungsdaten aus mehreren Realitäten. Stufe 3. Was? Ich habe schon bin schon in Stufe 3? Die Nexus-Mission abschließen. NATO und Polo suchen engagierte Reisende, die ihnen bei der Forschung unter den Arm greifen wollen. Rufe die Weltraumregierung und Schnellmenü X auf und melde dich im Nexus für Missionen an. Ach so, ich habe schon ein paar gemacht, tatsächlich. Krass. Basiscomputer-Archive. Plan in Not. Warum ist die jetzt markiert? Untersuche das. Nein. So, Ausbau der Basis. Eine Pflaster Gebäude nach Daten untersuchen. Teile der Kovacs-Enthüllung mit Nada, Ruf im Weltraumanomalie. Falscher Knopf. Da unten haben wir auf jeden Fall schon mal einen Gag. Ach, das ist jetzt. Die Missionen sind ein bisschen nervig. Das schickt mich dann wieder auf einen Planeten. Da muss ich wieder Daten sammeln. Macht ja Sinn bei Kartografen, ne? Lacht hier. Sollen sie mal kämpfen? Kann ich aber nicht, ne? So, jetzt wartet mal. Ja, mein Schiff kann auch schießen. Wusste ich gar nicht. Ist nun nicht so wirklich gerade, wo meine Flotte ist. Ah, komm. Der letzte Treffer hier, ey. Wie sind denn das? Waffe gezwitscht. Dann muss ich nur nah genug kommen. Hat er nicht viel von seiner Schilde. Jagt ja mal den anderen dann. Was soll denn das? Bam. So, jetzt. Ey, mach jetzt platt die Sackgesichter. Thank you.
Na, noch einer? Oh, 5 noch. Was ist denn das meine? Wow, das war schon da. Nicht in Reichweite beziehen. Ich finde, das sind das meine hier. Ah, komm, das war ein Treffer. Wie schnell sie seine Schilder aufladen. Was? Oder ein ganz anderer? Schwierige Kämpfe manchmal. Oh, meine Wärmebelastung ist gar nicht mehr so schlimm. Weltumschlachten. Macht nicht wirklich Spaß. Weil man irgendwie ja unendlich chill, ne? Da ist er. Jetzt muss ich eine Rakete um die Ohren. Wow, hat er viel gebracht. Das ist er, ne? War er das wirklich? Yeah. Mein eigenes Schiff getroffen. Mein Gott. War gut nach Nied, ey. Meinen auch schon gerufen. Ah, da hat der Blaue. Hä? Uah. Ja, 800 Stück. 70 Raumschiffe zerstört schon. Krass. Ein bisschen sehr viele hier, ne? Das ist meine. Das ist der. Ah, da. Da sind wir eingeladen. Oh, das ist ein schöner Frachter. Hä? Ich glaube, das ist ein Fehler, oder? Müssen wir gleich mal durch ein schwarzes Loch fliegen. Ey. Wir warten da alle schon drauf. Aber da geht wieder was kaputt, ey. Ich hab keine Lust. Kapitane, ich komme. Ich bin der Hero. Ja, ich bin der Held, ich weiß. Gib mir meine Belohnung. Freund, Hilfe, Gag, viel. Das kleine Wespenplappert. Wesen. Wie komme ich denn? Zu viele Ps. Aufregt und es springt vor einem. Von einem Fuß auf den anderen. Nö, macht's gar nicht. Es gestikuliert wild über die Brücke und zeigt Richtung des
Bedienfeld seines Frachters. Es scheint mir anzubieten, das Kommando zu übernehmen. Nein. Ich hab ja einen. Boah, gut, also verdienst du aber auch noch nicht, ne? Ein bisschen blödes Gold, das ich nicht brauche. Hilfe am freiwillig und lässt sich dann bezahlen. Na. Ach so. Zu nah. Soll ich nicht mit irgendeinem Kartografen hier sprechen? War das nicht irgendwas so? Ach, da hinten. Ich werde nie drauf klarkommen. Finger auf einen Planeten und hole das und das. Als ich sprechen beginne, höre ich die leise Summen, die sanfte Stimme von Null, die Worte des Gags zu was machen, das ich verstehen kann. Solche Worte gibt es nicht umsonst, mein Freund. Schlag ein, handel vor, arbeite für mein Volk, dann können wir reden. Wie? Ich konnte nur weggehen. Verträge für die Gag abschließen. Okay. Oma? Ach, wie doof wieder hier. Die Units will ich nicht haben. Piraten vor allem. 13 Nagel, 15 Kreaturen eliminieren. Ah, das hört sich gut an. Bisschen starten. Gegenstand abliefern. 11 Kreaturen eliminieren. Ist ja irgendwie alles dasselbe dann, ne? Okay, ab durchs schwarze Loch, da können wir dann. Auch! Nach roten und grünen Punkten Ausschau. Ach, das muss jetzt hier gemacht werden, oder was? Weit ist denn das weg? 555 Lichtjahre. Egal, ich mach das jetzt. Ich will jetzt wissen, was passiert. Wir sollen ja durch ein schwarzes Loch fliegen. Und da geht wieder was kaputt. Aber das können wir bestimmt schnell reparieren, wenn wir an der Dings gehen. In unserem Frachter. Aber eine Sache muss ich trotzdem wieder machen. Bleib nicht aus. Wir landen immer auf der anderen Seite letzte Zeit, ne? Alandre. Immer ein Timing. Was hab ich denn hier? Ein Signal. Was ist er denn hier? Ich kenne die Tageszeit deiner Welt nicht und das ist das.
meine Beine nicht spüren. Das hat mir meine Seele gezeigt, die Zahl. Blablabla. Atlas 0, man kommt da total durcheinander. Apollo. Ich habe gelernt, meine Kette zu lieben. Was? In diesem Moment wird mir klar, dass ich ihn jetzt zum letzten Mal lebend sehe. Hä? Was? Wen? Morgen, Timmy. Hi, grüß dich. Apollo. Ich werde weitermachen. Ja, der labert mir einfach an. Dass ich falsch liege. Ich bin immer auf deiner Mission. Naja, ja. Da ist 18 Missionen gleichzeitig, weißt du, da kommst du ja voll durcheinander. Ja, ist sehr viel zu euch, ne? Ja. Du kommst immer kurz vor Ende, wenn ich meine Aufnahme mache. Es ist die Zeit halt. Ne? Ja. Wo bist du denn im Moment? Über deinem Schiff? Raum, in der Station. In der Station. Ich gleich dazu. Meinen Rucksack fertig machen. Ja. Glyphen versuchen zu finden. Ach, die Station liegt hinter deinem Frachter hier, deinem Großschiff. Ich denke gerade, wo ist er denn? So. Immer mehr Platz. Oh. Da steht wieder eine Glyphentypen. Ich habe doch gar keine Zeit. Mann. Aber das ist ja mal einfach, diese Glyphe zu finden. Ja, klar. Man weiß ja, wie es geht. Sagen wir mal so. Ja. Start mich einfach nur an. Nach Wasser fragen. Fragen, ob alles in Ordnung ist. Muss ja zweimal anquatschen immer. Blödsinnigerweise. Ja, das stimmt. Jetzt muss ich fragen, wo er ist. Wo er herkommt. So, jetzt habe ich... Hallo mal. Ja. Also, mir ist kein Wegpunkt gegeben, der Sack. Ey, warte. Okay. Gucken, wo rennst du denn rum? Wo bist du denn? Ich wollte eigentlich gleich durch ein schwarzes Loch mal fliegen. Ja. Bist du schon wieder im Schiff? Nee, ich bin auf einer Raumstation. Ja, ja, ich bin ja oben angeblich bei dir, bloß ich such dich gerade. Hihihi. Bin ein bisschen baff, weil der hat mir keine Koordinaten gegeben für eine Glyphen. Ach, weißt du warum? Weil ich gekommen bin. Ach so. Station. Scheiße. Ja, ja. Ah, ist immer noch verbuggt. Ja, das ist das, wenn du mit Multiplayer den abfragst. Das ist dann mal schon mal. Ich sehe dich aber hier auf der Station nicht. Ich bin draußen. Ach so, bin schon rausgeflogen. Hm? Ich fliege jetzt direkt in schwarze Löchsle. Oh, oh. Okay. Da musst du Reparaturkit mitnehmen. Ja. Yeah. Ah, brauche ich nicht. Okay, ja, dann guck ich mal, flieg ich mal ins Nachbarsystem und hol mal meine Mine. Moment, sag ich mal Raumschiff. Guck mal, wie es da aussieht. Mal gucken, was kaputt ist, wenn da mal eine rauskommt. Wie immer der Hyperantrieb. Oder eine Waffenanlage, dann wirst du angegriffen. Ja, das kommt immer gut. Gucken, wo ich rauskomme. Ja, das ist immer die Sache. Ja, da machst du natürlich unter Umständen ganz schöne Entfernungen, ne? Ja. 608 Lichtjahre. Reflekt. Oh. S-Klasse ist kaputt. Was ist das hier? Hab ich alles. Ja. Haha, kann ich sofort reparieren. Kannst du reparieren, dann geht das. Meistens ein Modul, höchstens mal zwei oder so. Ist schon repariert, erledigt. Wenn du aber irgendwie so ein System wechseln machst, das heißt, glaube ich, mehr rein.
Da sagt er, nimmt schon mal, da, wie gesagt, geht dein ganzes Anzuginventar, alles in der Wicken und. Der da wohl schon herbe Erfahrungen gemacht. Ja, wenn du wirklich die Galaxie wechselst, ja, dann bist du komplett neu an. Also du hast alles noch wie vorher, aber alles ist kaputt. Alles kaputt, Schiff kaputt, Entzug kaputt. Habe ich schon zweimal hinter mir. Ja. Jo. Oh, Brems. Jo, hat mir das jetzt gebracht, diese Reise? Ich bin gerade auf, warte. Protokoll. Weg ist die Aufgabe. Mhm. Toll. Ja, war es jetzt das Ende mit dem Atlas da? Ja, ich habe keine Atlas-Mission mehr. Ja, dann hast du die durchlebt. Du hast ja auch im Prinzip jetzt die Installation, dass du die schwarzen Löcher sehen kannst. Ja. Das ist ja so der Hintergrund aus meiner Sicht. Klar kannst du natürlich dann schneller reisen durch die schwarzen Löcher. Aber das ist ja hilfreich, wenn du wirklich mal woanders hin willst. Ne? Ja. Wenn du schon jeden Stern abgeklappert hast in deinem System da. Eieieiei. Hm. So. Wo sind wir denn hier? Florierendes System. Es floriert. Ja. Der Fluxkompensator fluxt. Yay. Da ist nichts bei für mich hier. Mhm. Ja, ich mal gucken. Zenanidalen einfach so. Schauen, wenn Shavum mal wieder kommt. Vielleicht machen wir da ein bisschen weiter. Mit seiner Expedition. Aber das ist oft immer erst mal mittags oder später alles. Ja. Aber ist nicht so wild. Nur seine Expedition läuft nur eine bestimmte Zeit noch. Ne? Also 2 Wochen, 2,5 Wochen oder so. Mhm. Obwohl, man kann das schaffen, das geht schon. Boah, was bin ich am Arsch der Welt hier, ey. Ja, Suche zu werde dir finden. Ja. Mhm. Sehr? So, kriegen wir mal ein bisschen hier raus. Was ist denn? Dann gucke ich mal, ob ich mein. Ja. Oh mein. Was mach ich denn jetzt? Ja. Muss ich zurückreisen eigentlich? Mhm. Durch einen Teleporter. Was soll ich denn jetzt hier sonst? Gehst du Anomalie rein und biegst dich dann zurück. Ich muss eh in der Anomalie. Ja. Wurmfürst. Ein cooler Titel. Naja, die Wurmlöcher. Ah, da ist dieses lebende Raumschiff. Mhm, Living Ship? Bis ich da mal rankomme, ey, mit den Glyphen-Scheiß. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ja. So ist ein Spiel, wo du noch viel Zeit mit verbringen wirst, denke ich mal. Ja. Weil ich glaube, wenn er dann durchs Tor rast, dann musst du, glaube ich, ja verschiedene Punkte abfliegen, da wo du ankommst. Ja. Und das ist auch schon alleine nochmal so eine Nummer. Oh je. Naja. Kriegst nur so Koordinaten, dann musst du da irgendwo hin. Gag können nicht verantwortlich gemacht werden. Tolle Kommunikation. Jo.
Nach Atlas-Stationskoordinaten fragen kann ich immer noch. Und nach schwarzen Löchern, die kann ich ja sehen. Ja, bringt dir dann ja auch nichts, wenn du die Mission durch hast. Ich meine, klar, schwarze Löcher, kommst du wieder in andere Regionen. Ne? Protokoll. Kriege ich auch nichts mehr Gescheites her. Ja. Doofen Nexus. Das ist eine Online-Mission, dann habe ich noch Muster der Zeit. Das sind meine ganzen anderen restlichen Missionen. Ach da. Ja, die werden ja auf mehrere Seiten verteilt dann, ne? Okay, zu einem Sendeturm. Bla bla bla. Oh. Ich habe keine geborgenen Daten. Ja, muss man auch dann wieder suchen. Ich guck gerade, Lagererweiterung habe ich gerade wieder bekommen aus einer Mission. Schauen wir mal. Schon wieder eine Stunde Video, ey. Heide Witzka. Ja. Was denn heute ruhiger an deinem Job? Ich habe doch nur alle zwei Tage Dienst. Ach so. Ah, heute habe ich frei, morgen habe ich wieder Dienst. Gut. Kann ich ein bisschen ausschlafen mal. Auch nicht verkehrt, ja. Das war jetzt hier oben. So. Was haben wir denn hier noch alles? Ja, das sieht. Okay. Warte, ich mach die Aufnahme zu Ende. Alles klar. Dann sag ich danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.